Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Fingerkuppenpflaster selber durch die Schneidung auch anlegen kann, damit dieses einfach schön fest sitzt und von deinem Finger nicht so leicht runtergeht. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal benötigen wir ein ganz normales Pflaster, was in etwa 5 cm lang ist. Und hier muss ich jetzt einmal in der Mitte so ein kleines Dreieck rausschneiden, dass ich einfach bis zur Wundauflage hierhin rein schneide, dasselbe jetzt natürlich auch auf der Seite. Und anschließend muss ich mein Pflaster auch noch umdrehen. Das ist natürlich auch hier von der anderen Seite noch so ein kleines Dreieck hineingeschnitten bekommt. Bei mir sollte das jetzt auf jeden Fall schon reichen. Danach müssen wir das Trägerpapier von unserem Pflaster einmal runterziehen. Wichtig ist, man sollte jetzt natürlich nicht mehr wirklich großartig auf diese Wundauflage mit den dreckigen Fingern kommen. Und wenn wir das haben, dann einfach mal den verletzten Finger hier relativ mittig bis zur Mitte, also wo meine zwei Dreiecke reingehen, drauflegen. Dann kann ich nämlich auch schon hier meinen ersten Flügler mal nehmen, diesen an meinem Finger schön festkleben, anschließend das Pflaster hier oben einfach einmal umklappen und dann auch mit den anderen zwei Flügeln schön am Finger festmachen. Und somit haben wir jetzt nämlich auch schon unser Fingerkuppenpflaster richtig dran gemacht und dieses hält jetzt auch wirklich ordentlich fest und tausendmal besser als mit einem normalen Pflaster. Falls du dir für zu Hause jetzt übrigens verschiedene Pflaster oder auch gleich so eine Verbandsschere hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier ist nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Tessinen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Untersilien. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.